Herzlich willkommen back bei Mittelerde Shadow of the War. Ich bin euer Zocker Andy und ihr seid unterwegs auf Gameplay Deluxe. Und jo, schauen wir mal, was wir heute machen, Leute. Schauen wir mal, was wir heute machen. Wir sind hier in einem Lager. Und ich würde sagen, was haben wir hier? Machtprobe. Unterzieht sich einer Prüfung und stellt sich einen gewaltigen Grau. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, aber wir schauen uns das einmal an. Was ist da drüben, glaube ich. Oh, hops. Ich hab gehört, der Ork schlechter geht. Da oben ist es. Ein bloßer Mythos. Es gibt keinen Uruk, der aus den Scheiß nimmt. Ah, ja, ja, ja. Bom, bom, bom hat's gemacht. Oh, geh mal mit am Sack. Ja, nee, bleib stehen, ist klar, ne? Bist du aber auch du. Hallo, hör auf da und geh nach oben. Das meine ich mit Steuerung, wie idiotisch. Das ist nicht normal. So, machen wir das. Machtprobe! Grauk! Schauen wir mal. Was wissen wir über ihn? Oder was er nicht mag. Anfällig für Schleichen. Furcht vom Festnageln. Ah, das mag er überhaupt nicht, wenn er festgenagelt wird mit dem Fuß. Das könnten wir ausnützen. Er leidet Schaden durch Fernangriffe. Okay. Oh, gut. Haben wir mal verdrückt. Wir müssen ja Space drücken. Space. Wie man einen Grauk schnell tötet? Weiß nicht. Ich töte sie gern langsam. Das ist ein Dödel. So, Zusatzziel. Was? An den Grauk reiten. Ja, das werde ich nicht schaffen, weil ich weiß nicht, wie... wie ich das machen soll. Wie den reiten soll, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich den reiten soll. Scheißen sie sich an vor dem, oder was? Naja, groß ist er. Der stört mich hier beim Fight, ehrlich gesagt. Na, der muss einmal weg. So ein Pisser. So, da, der ist weg. Das war nicht allzu schwer. Aber mein Problem ist eher der da unten jetzt, ne? Wir brauchen nur ein paar XP, dann haben wir das und ich gehe zurück zur ersten Welt, will ich nicht sagen, und zum ersten Abteilung. Ich glaube, da gibt es mehr von dem Zeug da. Kampfbericht. Ich hab einen neuen Hauptmann einmal. Ja, das finde ich jetzt nicht so gut, aber was soll ich machen? Irgendwie kommt da immer wieder ein neuer. Also ich weiß nicht, die platt machen. Oh, das ist relativ. Und wir müssen hier mal abzischen. Das kann man auf jeden Fall machen. Oh, Bauer. Au. Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Wieso glüht denn der so? Ja, weil er brennt. Ha! Ja, hat er uns erwischt. Ist aber nicht so schlimm. Man kann ja mal sterben. Mistviech. Hässliches Mistviech. Also wie ich den bezwingen soll, das weiß ich noch nicht. Da muss man ein bisschen in die Trickkiste greifen, glaube ich. So. Schauen wir weiter, Leute. Ist ja nicht so schlimm. Man kann ja mal sterben. Was wird sie ihre Stadt verlieren? Irgendein Duell ist wieder da. Ich glaube, das ist andauernd. Außenposten, ja. Hier meine Hauptmission, Pfeilhagel. Warte mal, kehre zu Kankra zurück. Dann muss ich mal rauszoomen. Wo ist denn Kankra? Ist das das da hinten, da drüben, oder was? Ist Kankra? Minas Ithil. Minas Ithil. Warte mal, Armee. Aha. Aber warte mal, Moment, aber da hat jeder seine eigene Armee, oder wie muss ich das sehen? Hollertrio. General. Ja, das. Aha. Aber da muss ich über Details schauen, das will ich jetzt wissen.
General Customer. Ja, okay. Das ist dann meine eigene, oder wie jetzt? Einen Moment, check ich es noch nicht ganz, Leute. General Customer. Aha. Ja, aber das sind ja meine da oben, ne? Ich meine, das sind doch meine Leute. Das sag ich, das sind doch meine Leute. Und das da unten sind aber sicher nicht meine Leute. Ja, eben, hä? Das gehen wir gerade, verstehe ich es nicht recht. Aber jeder hat da seine eigene Merke gerade. Aber das finde ich ja cool. Aha. Und da irgendwo gibt es wahrscheinlich noch irgendwas, ne? Aber das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das ist sehr interessant, aber Leute. Minas Tri. Okay, Dingsbums. Können wir da rein? Überlieferungen ansehen. Ja, machen wir mal. Aha. Ja, das sagt mir jetzt nichts. Aber interessant. Ja, das werden wir nur freischalten wahrscheinlich. Aber ich vermute mal, dass da. Ist diese Mission hier, oder nicht? Kehre nach Kindra zurück. Ich würde die sonst Führung gerne machen. Weil da wollte ich sowieso zurück, ne? Wir kriegen genug XP, dass ich dann das hab. Ja, dann machen wir das. Die Hauptmission. Und jo, let's go. Let's go, ladies and gentlemen. Sorry, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat. Ich hab da jetzt gerade nicht durchgeblickt. Uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Okay. Wieso gehst du nicht? Oder hüpfst, oder whatever. Was du sagst, ich finde es. Wir werden es schon finden, was auch immer es war. Schon bald genug zu kämpfen. So, da ist er und da ist er wieder weg. So, muck's mal ab. Der gibt mir immer was, wenn er so ein Zeichen hat, das finde ich cool. Und er ist auch gleich wieder weg. Er nimmt sich nur das. Jetzt muss ich schauen, ob wir hier richtig sind. Nö, hier sind wir eigentlich nicht richtig. Wie kommen wir da hin? Nach links. Aha, aha, aha. Ey, du Pisser! So, wir müssen da lang. Durch diese Höhle durch. Genau. So, dann mucken wir die jetzt von hinten ab. So richtig dreckig und gemein. Zack. Ladies and Gentlemen, he die. The motherfucker die. So, wir gehen da jetzt durch. Jetzt Viecher da, hä? Hast du diese Viecher hier? Oh! Haut ab! Arschviecher. Was ist das eigentlich da? Ist das irgendwas? Ja. Aber ich weiß nicht was. Irgendwelche Eier wahrscheinlich. So da, Pfeilhagel. Schauen wir uns das an. Kehre zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahren für Minas Ithil zu erfahren. Das machen wir mal. Beziehungsweise wir wählen die Mission aus. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Das Mistviech hinter uns wieder. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung. Folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen. Beuge dich deinem Schicksal. Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich.
Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Erreiche Vision Baranor. Den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. So, das sind wieder meine Leute. Hallo. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. So da, 0 von 10 besiege. Es geht so schnell, dass man es lesen kann. Besiege Bogenschützen, ohne den Alarm auszulösen. 0 von 4 eliminiere Bogenschützen durch Schleichtötungen. Denke ich, kriege ich hin. Denke ich, kriege ich hin. Schauen wir mal. Oh, hoppla, falsche Taste. Nehmen wir mal den ersten da oben festen. Ich wünschte, ich wäre bei den Belagerungsbestien. Aber ich... So, den haben wir. Dann den da drüben. Ein bisschen aufpassen. Wir müssen nämlich nicht gesehen werden. Warum sollte ich das wollen? Meine Klinge soll schön stumpf sein, damit die Bleichau den Stich auch spürt. Schade, dass man die Leichen nicht verstecken kann, das wäre geil. Ah, den zweiten haben wir. Eigentlich arbeiten wir allein. Wir müssen ja schleichen. Die Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. So. Da oben ist irgendwo noch was. Da ist noch einer. Oh. Eindringling! Halt die Fresse! Halt die Fresse! So, schleichen, schleichen, schleichen. Dritten, einen noch. Und dann haben wir das. Der da oben, okay. Eine Pisse hat uns fast vorher Alarm gemacht, der Scheiße. Geht natürlich gar nicht. Wow, 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 wow. So, Scheiße. So, jetzt haben wir die. Ein Elb ist so viel wert wie drei Schützen. Und jetzt muss nur aufpassen, dass er nichts sehen wird. Was? Nur drei? Am besten darüber. Ein bisschen auf den da aufpassen. Können das auch so machen. Den haben wir auch. Dann gehen wir zu dem da. Nicht, dass man irgendeinen Penner Alarm macht. Den haben wir auch. So, jetzt fehlen nur drei. Drüben ist einer. Unterschätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. So. Das ist nicht ihr Zuhause.
Jetzt müssen wir am besten darüber. Darauf. Und den da in Arsch treten. Hier wimmelt es ja vor Sklaven, die diese Festung instand halten. Wo kommen die alle her? Die meisten sind Orks, die ihre große Klappe nicht halten konnten. Die anderen so, sind Orks, die zu schwach waren, um zu kämpfen. Nee, den ist da runterschmeißen, ist nicht gut. Darum machen wir es so. Die gerne drunter. Jawohl. So, einer noch. Sie versprechen Orks, die Steinbruch arbeiten, eine extra Ration Grog. Ich liebe Grog auch, aber das ist Sklaverei. Ich weiß. Wenn ich eine Spitzhacke schwinge, dann um sie einem Menschen in den Schädel zu rammen. So. Die drei Hammer. Guck mal, übrigens gehört war Pfeiler, das sind irgendwie welche gewesen, genau. So. War Pfeile. Jetzt machen wir den letzten noch, Leute. Darüber muss ich die weiter loswerden, wenn nicht schlecht. Ich habe einen seltsamen Waldwicht in den Höhlen herumschleichen sehen. Warum frisst die Spinne ihn nicht? Gibt wohl keine gute Mahlzeit ab und steht fast nur aus Knacken. So, da unauffällig jetzt nach oben. Dann haben wir's. Also irgendwo. So, wir haben es, Leute. Puh. Wenn man entdeckt wird, dann muss man wahrscheinlich nochmal machen, ne? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!